Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation. In dem Spirulina-Buch habe ich noch einige Kapitel, die letzten ein, zwei, nachzutragen und das Buch abzuschließen. Das erste Kapitel ging ja, warum brauchen ältere Menschen Spirulina? Da war ich nicht so begeistert, hatte ich ja schon gesagt. Im zweiten ging es dann um Spirulina platensis, war schon besser. Das dritte Kapitel hat mich dann überzeugt. Im vierten Kapitel Spirulinas gesundheitsfördernde Effekte kam eigentlich nichts wesentlich Neues für mich. Und fünftens Ergebnisse der fortlaufenden Spirulina-Studie. Und sechstens Rezepte aus Marianne Meyers Gesundheitsküche. Ja, bringen so Zusatzhilfen, gesundheitsfördernde Mittel. Da kommen wieder die anämischen Erwachsenen, haben ein höheres Demenzrisiko und so weiter. Darmsanierung wird erwähnt. Davon halte ich nicht so viel, aber muss jeder selber wissen. Osteoporose, Spirulina liefert Kalzium, ja. Andere Produkte liefern auch Kalzium. Deswegen braucht man nicht das teure Spirulina kaufen. Ja, die Ergebnisse der fortlaufenden Studien, also. Es gibt auch eine Studie, die sie selber wohl durchführt, also Meyer. Die geht um Spirulina und Ernährung, Spirulina und die Verbindung mit Medikamenten. Und die Teilnehmer können dann eintragen, wie sie ihre persönlichen Befunde bewerten. Ja. Wissen ist, weil ich weiß nicht, für mich ist das nicht wissenschaftlich. Aber gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten. Dann hat sie eine Reihe von Rezepten. Also, was mir bei den Rezepten wieder negativ aufgefallen ist, es sind so viele exotische Zutaten wieder dabei. Also würzige Gesundheitskost. Basisches Bohnenmus zum Beispiel. 2 Tassen weiße Bohnen. 4 Esslöffel Grosslein oder Rapsöl. 1 Löffel Algenmehl. Eine rote Zwiebel. Ja, wer hat denn schon Algenmehl? Die Spirulina. 2 Knoblauchzehen. Ingwer. 3 Esslöffel Oliven. Eine Handvoll Cranberries und so weiter. Also das ist mir schon zu. Dann hat sie einen Bohnenburger mit Zwiebel, weiße Bohnen, Guacamole, Spirulina-Mehl, Senf und Ketchup und so weiter. Ein Couscous-Salat. Ja, muss jeder selber wissen. Bin ich nicht so angetan, aber was ich übernommen habe, ist, dass die Mischung mit Apfel und Spirulina, das verträgt sich gut und das schmeckt auch gut. Also wenn man den Apfel klein mixt und dann einen Löffel Spirulina reintut, das ist essbar. Und das in das Müsli oder übers Müsli, da braucht man gar nicht mehr viel dazu tun. Also Apfel und Spirulina, sag ich mal, verträgt sich aus meiner Sicht. Dann hat sie Kartoffelbrei mit pikantem Joghurt. Ja, ich habe die nicht ausprobiert, die Rezepte. Teilweise auch schöne Bilder dabei. Cremiger Gemüse-Dings, Smoothie und so weiter. Gut. Das gehört heute wahrscheinlich dazu. Ja, dann werden die wissenschaftlichen Quellen aufgeführt. Am Schluss
Also ein Abdel-Daim-MM-Anti-Inflammatory-Immunomodulatory-Effekt auf Spirulina Paracensis und so weiter. Und so weiter. Ja, aus Indien, China, Korea und so weiter. Dann haben wir ein Stichwortverzeichnis, hatten wir glaube ich schon erwähnt. Und dann weitere Buchvorstellungen. Dann gibt es noch eine Analyse von Spirulina Platensis, was da so drin ist, welche essentiellen Aminosäuren, welche allgemein, also Tryptophan ist auch drin, 8,8 Gramm auf 1 Kilo. Nicht essentielle Aminosäuren, essentielle Fettsäuren, Pigmente, ja, Carotinoide, das Phycocyanin, das Chlorophyll, dann die Superdismutase. Da wird angegeben 278, was auch immer, Gramm, Prozent, Milligramm auf Kilo wahrscheinlich. Milligramm auf Kilo. Also auf 1 Kilo Spirulina hat man dann 278 Milligramm SOD, dieses Anti-Aging-Enzym. Und von dem Glutathion, Peroxide auch und so weiter und so weiter. Ja, die Frage ist ja, ob diese Stoffe aus der Spirulina, die Enzyme, ob die durch die Magensäure durchkommen. Und das gilt auch für viele andere Sachen hier. Und bei den wissenschaftlichen Studien ist mir nicht so ganz klar, sind das jetzt so Sachen, die sie an Tieren versucht haben, oder manchmal hat sie das angegeben. Oder werden irgendwelche Krebszellen da in der Petrischale beträufelt mit Spirulina oder wie auch immer und dann der Rückgang beobachtet. Also, das muss man dann vielleicht auch relativieren. Ja, auf jeden Fall, Meyer hat sich große Mühe gemacht, uns Spirulina hier schmackhaft zu machen. Und sie scheint selber davon überzeugt zu sein, wenn man ihr glauben darf, dass sie das selber nimmt. Und ja, für Sie, wenn Sie das lesen möchten, Sie haben jetzt schon einiges gehört. Ich würde sagen, wenn man irgendwas hat, was hier schon so angeklungen ist, dann ist es auf jeden Fall interessant, das kann man dann mal ausprobieren. Wie gesagt, ich bin schon ein Überzeugungstäter. Ich nehme das jetzt mit 2x9 Gramm, 2x9 Gramm, immer einen halben Teaspoon, 2x am Tag. Und ja, was ich mir davon verspreche, ist, naja, dass ich als Eltern natürlich hier mein Leben lang mit Schadstoffen mich voll gegessen habe und da vermutlich auch schon das eine oder andere Krebsgeschwür irgendwie unbemerkt sich entwickelt und vorhanden ist, aber jetzt noch nicht so akut. Also mehr so latent. Und von daher denke ich, dass es vielleicht, hoffe ich, dass Spirulina da vielleicht denen den Garaus macht. Kritisch fällt mir auf, dass ich seit meinem 60. Lebensjahr, also sensibel auf solche Informationen reagiere und darauf reinfalle oder auch lerne, sie anzuwenden oder jedenfalls
findet bei mir eine Änderung des Essverhaltens und der Produkte statt. Seit dem 60. Irgendwie, warum ist mir nicht so ganz klar. Natürlich, Blutdruck hatte ich vorher auch schon, aber jetzt nicht so extrem. Ist es die Angst? Wird uns Angst gemacht und sind wir dadurch für diese Informationen hier gefügig und klammern uns deshalb an jeden Strohhalm? Manchmal, man sieht ja, wenn man so ältere YouTuber auch sieht, die da so Empfehlungen abgeben zur Darmsanierung und so weiter, dann wundert man sich, also ich wundere mich über diese Sachen und mir würde das jetzt nicht einfallen, aber jetzt nach dieser Lektüre, vielleicht ist da was dran, vielleicht ist das hilfreich, weiß ich nicht, kann man nicht sagen. Also meine Buchempfehlung, erste Kapitel haben wir gesagt, ein Stern. Dann 3 Sterne fürs zweite Kapitel oder fürs dritte. Dann 5 Sterne, 6 Sterne fürs vierte. Ja, also sagen wir mal so 4,5 für als Buch- und Kaufempfehlung. 4,5 Sterne dafür, dass sie sich Mühe gemacht hat, das rauszuziehen und uns das darzulegen zu einem vernünftigen Preis. Aber es liegt natürlich an uns, unser Verhalten zu ändern und ob das was hilft. Sie hat ja gezeigt, es gibt Hinweise darauf, dass es helfen kann, aber sicher ist anders. Sicher ist anders. Achso, ja, was ich sagen wollte, ist, dass ich seit meinem 60. Lebensjahr hier auf jeden Guru reinfalle. Also angefangen hat das mit der Shatalova. Da habe ich noch ein bisschen gestaunt, was die da so empfiehlt. Dann kam der Bruker und der Schnitzer mit ihrer Frischkostkost, mit ihrer Vollkornkost und Frischkorngerichten. Seitdem esse ich jetzt auch Frischkorngerichte. Dann kam so einer mit Vitamin D, in 7 Tagen total gesund, auch ein Doktor, auf den bin ich auch reingefallen. Dann, was kam dann? Dann natürlich hier Gemüse. Jens Meyer. Also da kommt andauernd irgendwie was Neues. Ich lese auch hier sehr viele Gesundheitsbücher, zum Beispiel den Essensdyne, den Campbell und so weiter. Dann so ein Österreicher, Burgstein oder so ähnlich. Und nehme dann so Informationen, die mich betreffen oder die ich umsetzen kann, das nehme ich dann an und auf und probiere das aus. So, solche Medizin habe ich früher nicht gehabt. Das habe ich früher nicht gemacht. Und mir ist nicht so ganz klar, woher dieser Wandel jetzt auf einmal kommt. Vielleicht geht Ihnen das auch so. Keine Ahnung. Wir sind ja verschieden. Man kann natürlich auch mal die Augen zumachen und durch. Ist auch eine Methode. Also das soll es gewesen sein. Kaufen Sie für 4,5 Punkte von mir den Band und vielleicht hilft er Ihnen. Ich wünsche Ihnen, dass er Ihnen hilft. Und tschüss, sage ich mal von hier aus.